Ich stehe jetzt hier mit Ralf Schumacher. Wir haben ein ganz schön aufregendes Qualifying gestern gesehen. Du startest von P3 heute im Rennen. Bist du zufrieden? Ja, ich glaube, wir können zufrieden sein. Bei den Bedingungen hätte man gewinnen und verlieren können. Ich glaube, wir haben den Mittelweg getroffen, sind auf der sauberen Seite am Start und hoffentlich kommen wir dann auch durch die ersten Kurven durch. Und es ist deine vierte Saison. Du hast einen dritten und einen elften Platz schon sicher in der Tasche. Wie sieht's aus? Bist du zuversichtlich, dass das deine super Saison wird? Naja, auf jeden Fall ist sie schon mal besser als die anderen, was vielleicht auch nicht ganz so schwer ist, aber das Auto mit dem Reifen scheint mir etwas besser zu liegen. Von daher bin ich recht optimistisch, dass das Rennen auch gut werden kann. Und du wohnst ja in Österreich, ist also irgendwie ein Heimspiel. Ja, es ist ein halbes Heimrennen, ganz klar. Kommen auch viele Freunde her, wo ich mich auch drauf freue. Morgen wird sicherlich ein schöner Tag. Und ich hoffe, dass auch das Wetter sich mal von seiner besseren Seite zeigt dann heute und dann passt schon. Und die Strecke, die kennst du ja schon von Formel 1 von früher. Wie hat die sich verändert in den letzten Jahren? Die Strecke an sich hat es gar nicht verändert, Gott sei Dank, weil es auch ein perfektes Layout war. Man hat halt eine neue Boxengasse errichten müssen und das ist auch sehr schön gelungen. Also von daher eine perfekte Rennstrecke. Und in der DTM in deiner Karriere standst du schon auf dem Podium. Wie sieht es aus bei deinem Bruder in der Formel 1? Glaubst du, der schafft es diese Saison auch? Da bin ich fest davon überzeugt. Es liegt natürlich ein bisschen am Auto mit. Aber man hat in Monaco gesehen, dass er sehr stark sein kann, wo es definitiv eine Fahrerstrecke ist. Und ist ja dann leider durch einen technischen Defekt ausgefallen. Und er wird also das eine oder andere Rennen sicherlich noch oben stehen. Wie sieht es denn aus bei dir? Podium oder vielleicht sogar ein Sieg heute im Rennen? Also ein Sieg ist wahrscheinlich eher vermessen, aber ich hoffe, dass wir aufs Podium fahren können. Das Potenzial sollten wir haben. Absolut. Danke dir, Ralf. Danke.